Hallo meine Lieben, hier ist Natascha mit einem Bastelhaul für euch. Und zwar habe ich so ein bisschen gesammelt und möchte euch dann hier quasi so kombiniert alles auf einmal zeigen. Ich bin nicht so ein Fan von kurzen Videos, von wegen zwei, drei Artikel und dann war es das. Ich sammle lieber und kompensiere das Ganze in einem Video. Ich habe hier schon mal einmal Probe gestanzt. Diesen Stanzer habe ich bei Thalia bei uns vor Ort gekauft. Das ist ein Handstanzer und ja. Der hat 7,29 € gekostet, wenn es einen interessiert. Es ist ein Blattstanzer und wir haben hier ein 3 cm langes Blättchen und an der breitesten oder dicksten Stelle ist es 1,9 cm breit. So, es gibt auch andere Varianten an Stanzern beim Thalia. Ich meine, man kann Bücher und Zeitschriften kaufen, das ist richtig, aber man kann halt auch Bastelartikel da kaufen. Nur der Preis ist halt so eine Frage für sich. Also bei Stanzern finde ich das in Ordnung. 7,29 € akzeptabel, aber was zum Beispiel Papier und Umschläge und Kartenwasser kosten, das ist schon wieder eine andere Geschichte. Dann möchte ich gerne mit meiner Bestellung von Ideen mit Herz weitermachen. Ich habe nämlich ein Problem mit meiner Stanzeprägemaschine beziehungsweise mit meinen Platten. Die Maschine an sich ist total in Ordnung. Meine C-Platte sieht leider im Moment so aus. Ich habe da anscheinend den Fehler gemacht und die ganze Zeit mit meiner C-Platte gekurbelt, die eigentlich zu dick ist. Deswegen auch dieser Schlitz und diese gebrochene Platte. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das komplett versaue, hole ich mir Ersatz. Auch meine B-Platte, die habe ich mit der dicken zusammengeklebt, mit Tesafilm hier am Rand, damit ich nicht jedes Mal das Sandwich neu zusammensetzen muss, habe ich die beiden schon mal zusammengeklebt. Aber auch da, ja, es wölbt sich. Also es ist natürlich ein Verschleißartikel. Nach einer gewissen Zeit sieht eure B-Platte einfach schon, sage ich mal, unschön aus. Die ganzen Einschnitte und so weiter. Und ich dachte mir, es wird mal langsam Zeit für neue. Und ich habe mal geschaut. Man kann zum Beispiel bei Amazon zwei B-Platten kaufen. Aber ich dachte, ich mache es mir einfach und bestelle mir ein ganzes Set. Bei Ideen mit Herz gibt es für die Papus, heißt die, glaube ich, da, Schwarz-Weiß-Variante, dieselbe Stanzeprägemaschine, die es auch im Action gibt, nur halt für einen anderen Preis. Und da kostet das gesamte Set, also alle Platten, die ihr braucht, die dicke Platte, zwei B-Platten, A und C, für 17,97 €. Damit habt ihr dann einen komplett neuen Start. Alle Platten neu. Ich kann es auch gerne zeigen. So, normalerweise stanzt man mal ja mit B und B. Die passen von der Breite halt durch. Das ist jetzt B und C und A ist die große und dicke Platte. Und das passt halt wirklich von der Breite genauso durch. Ich habe es vor allem in meinen Videos gesehen, dass das halt langsam unappetitlich aussieht, wie meine Platten in der Kamera aussehen. Und es war halt einfach Zeit für was Neues. Und da man bei Ideen mit Herz immer Versandkosten von 4,95 €, glaube ich, war das, bezahlt, habe ich mir gedacht, wenn ich schon mal da bestelle, bleibt es auch nicht bei einem Artikel. Ich habe mir ein Quilling-Tool bestellt, oder beziehungsweise ein Quilling-Tool-Set, 3,97 €. Und da bekommt ihr halt ein Piercing-Tool, eins zum Löcher prickeln und zwei verschieden lange Aufsätze fürs Quilling. Das heißt, ihr könnt das Papier, Moment, mal hier alles auspacken. So, hier habt ihr einen Schlitz. Ich guck mal, ob ich euch dann das besser zeigen kann. Und da könnt ihr halt das Papier durchstecken. Was haben wir hier? Jetzt einfach nur mein Reststück. Und einen Schlitz treffen. Genau. So sieht das aus. Also ihr könnt eure Papierstreifen da reinziehen und dann einfach drehen. Ich benutze das zum Drehen von Rosen.
nur irgendwie ist meins abhanden gekommen und jetzt dachte ich mir, ich bestelle Ersatz. Und das war jetzt für den Preis auch absolut in Ordnung. Wir bekommen zwei vernünftig lange Werkzeuge. Meins war irgendwie nur so kurz und das ist so klein, das geht halt sehr schnell verloren, wenn man nicht drauf aufpasst. Das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Ich habe einiges noch aus meiner Fadengrafikzeit, aber für zum Beispiel Löcher machen, für Brads oder ähnliches, für dickere Löcher, ist das natürlich ein schönes Hilfsmittel. So, und ich habe noch was gefunden. Und zwar ein Set von den sogenannten Puderpinseln. Also ihr kennt alle unsere Blending Brushes. Diese sind schwarz mit weißen Borsten für 7,97 Euro. Das heißt, ja, Pi mal Daumen, 2 Euro etwas für jeden Pinsel. Fand ich okay. Und wie gesagt, allein wegen den Versandkosten habe ich dann ein bisschen mehr zugegriffen. Das war es aber auch schon mit Ideen und Herz. Ideen mit Herz. Ich war auch im Action einkaufen. Da habe ich auch so einen schönen Pinsel gefunden. Und dieses Set kommt natürlich mit Schwämmchen. Ich benutze sie nicht. Ich gebe die direkt meiner Tochter weiter. Die kann das fürs Make-up benutzen. Ich brauche sowas nicht. 1,29 Euro. Der Pinsel ist wunderschön, finde ich. Ich habe das in einem anderen Haul-Video gesehen und dachte mir, mein Gott, in Regenbogenfarben bzw. so ein Verlauf von, ich würde sagen, von Orange zu Grün, das ist schon was Besonderes. Und die Borsten sind schon lila eingefärbt, also wird es mein lila Pinsel werden. Ich habe das letzte Mal ja schon gesagt oder gefunden oder rausgefunden selber, ich habe einfach keinen für die lila Töne und das wird jetzt halt diesen Platz einnehmen. Dann habe ich neue Stempelkissen gefunden. 99 Cent jedes Set. Ihr bekommt 4 Stück. 3 davon sind Kreidefarben und 1 ist metallisch. Und das ist jetzt quasi die dritte Generation inzwischen. Wer meine Videos gesehen hat, sieht auch, dass, oder hat gesehen, dass ich die auch gerne benutze. Da sind jetzt 3 davon. Schieben wir so ein bisschen zur Seite. Insgesamt gibt es 6 neue. Oder 6 neue Sortierungen. Was ich schön finde, sind jetzt sehr viele Rot- und Rosatöne dabei. Auch Grün ist sehr schön. Diese pastellige Variante finde ich ganz toll. Und ihr habt endlich so ein dunkles Grau, was vorher nicht drin war. Lila-Töne. Also Lila und Blau sind sowieso meine Favoriten. Das ist quasi mein Lieblingsset und das kommt dann anschließend sozusagen auf Platz 2. Auf der Rückseite bekommt ihr dann die Kollektion auf einen Blick. Das sind 6 Varianten und jeder hat halt hier Bildchen. Und ich werde hierzu auch dann wieder einen Überblick basteln. Ich denke nur dadurch, dass das jetzt inzwischen so viele Farben sind und ich das gerne schon übersichtlicher haben möchte als bis jetzt. Bis jetzt hatte ich das ja so auf den großen Blättern gehabt. Werde ich das irgendwie kleiner, handlicher für meinen Planer vorbereiten, damit ich weiß, wie die Farben halt dann auf Papier aussehen. So, das war's auch schon vom Action. Unser Action hat leider nicht die neuen Stanzen, wie die meisten hier. Also, weiter geht es mit Kick. Ja, Kick. Ich habe im Kick diese sortierten Paillettentüten gefunden und jedes Set kostet 1 Euro. Ich habe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 davon mitgenommen. Als ich zu Hause war, habe ich dann gesehen, okay, manche Farben wiederholen sich. Deswegen habe ich dann jetzt diese Sticker damit drauf gemacht. 1A, das ist ein Silberton. Der kommt auch in diesem Set nochmal drin vor. 2A und 3A. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich habe auch dafür eine Verwendung, beziehungsweise ich kann die auch gut auseinandernehmen. Da sind nämlich einzelne Tüten. Und da kann man das halt sehr gut als Geschenke einplanen. Was ich bei den Sets besonders toll finde, sind diese Varianten. Die sind flach und glitzern
Und sowas habe ich halt bis jetzt in keinen Sets gesehen. Also metallische kennt man, irisierende kennt man. Das ist auch eher metallisch. Das ist pastellig. Aber diese Variante ist für mich zumindest neu. Und ja, das Set fand ich jetzt besonders toll, weil da sind sogar zwei davon mit drin. Leider gab es aber, ich war in zwei Kicks. Und im ersten habe ich zum Beispiel die Sortierung gefunden, die Sortierung und die hier. Habe quasi den ganzen Kick leer gekauft, habe die Varianten jetzt auch mehrmals mitgenommen. Und im zweiten habe ich dann die anderen gefunden. Und dann gab es noch zwei Sortierungen, die ich zum Beispiel nicht gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, irgendwann muss auch Schluss sein. Aber für den einen oder den anderen, wer sich für Pailletten interessiert, für einen Euro vier verschiedene Farben und Formen, das ist schon mal ein tolles Schnäppchen. Mein letzter Einkauf war im Teddy. Ich habe da dieses Kokosnussfasern mitgenommen. Ich dachte jetzt für Ostern vielleicht für Päckchen einpacken, dass ich dann halt mir kleine Nester draus basteln kann. Ich habe die ja auch im Teddy in so einem gelblichen oder cremefarbenen und Grünton mitgenommen. Und mein altes Ostergras quasi, das war jetzt aufgebraucht und ich brauchte Ersatz. Dann habe ich Pipetten mitgenommen für einen Euro. Ich denke mal, sind so 10, nein, sogar 20 Stück sind mit drin. Die sind relativ klein, aber für Alkoholinks und ähnliches ist das natürlich super. Was ich auch gefunden habe, sind diese, ja, Sticker nennt sich das hier, aber sind eigentlich Schmucksteine. Die sind sehr schön geformt und geschliffen. Die haben so Quadrate oben und ja, ich weiß jetzt nicht, wie das genau heißt. Bei den Schmucksteinen gibt es ja richtige Bezeichnungen für sowas. Und ich fand das halt jetzt am schönsten und habe das mitgenommen. Ich habe sowas Ähnliches mal in bunt gehabt und so die weiße Variante fand ich jetzt schlicht und edel. Und der letzte Artikel ist eine Schablone. Das ist ein Giraffenmuster, nennt sich das. Zumindest war das auf meinem Kassenzettel so zu sehen. Und kostet 1 Euro. Es ist ziemlich groß, also so für den Langkarten, denke ich mal, super geeignet. Und allgemein. Ich fand das Muster einfach ansprechend. Vielleicht habe ich auch sowas Ähnliches schon da. Aber für einen Euro kann man ja nichts falsch machen. Das war es aber auch schon. Das war so die letzten 2-3 Wochen, die ich hier geshoppt habe. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere für euch entdecken können. Und würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!